Servus, Mann. Willkommen zurück zu WT Replays. Ich bin Kölle. Die Replay Challenge Kalender Woche 24 steht ins Haus. Wir sind unterwegs mit Steiner EK12 vom Clan GKUH im AMX 30. Ein Medium der Stufe 9 aus Vive la France. Einer von zwei Mediums auf Stufe 9, die man fahren kann. Der andere ist der Badget 25 Tonnen AP. Was haben wir drauf? Eine Einzelloderkanone mit 248 Durchschlag, 390 Schaden Standard. Mit 300 Durchschlag und 390 Schaden auf Hohlladungsgeschossen. Und mit HE machen wir 480er Schellen mit 53 Durchschlag. Wir haben in puncto Mobilität einen, ja, recht flotten kleinen Franzosen. Mit ein bisschen Panzerung. Bisschen meine ich, Stufe 8 Lights können mal abrutschen. Und auch vielleicht der ein oder andere Medium bei den schweren Kanonen sieht es ein bisschen schlecht aus. Okay, wir haben da blind direkt einen raus. Kann man auf jeden Fall machen. Der lieber Steiner hat unten verbaut eine kleine Ersatzteilkiste. Eine große Feuerwehr. Und ein paar Pflaster, das war's. Mehr gibt's nicht. Ansonsten befinden wir uns auf Steppen in einem 10er Gefecht mit 9,8 Unterstützung. Also typisches 3, 5, 7. Und wir werden mal schauen, wie wir uns hier gleich einstellen. Als Neuner ist man da immer noch mit besser aufgestellt. Von dem Zehner wird richtig viel erwartet. Von dem Neuner nicht ganz so viel. Und da kann man sich meistens ein bisschen besser austoben, wenn man in der Mitte irgendwo ist. Jo. Schwere Kanonen im Gegnerteam. Eine Grille 15 mit 750er Schellen. Typ 4 schwer, der könnte 1100 Schellen austeilen. Und der T30 macht ebenfalls 750er Schellen. Das ist, ja, nicht so ohne. Ah, irgendwelche Türme. Da ist der T30. Er möchte unbedingt unsere Kanone kennenlernen. Das ist nicht das erste Video vom Steiner EK12, das ich hier bekommen habe. Er ist ein ständiger Gast in meiner kleinen Rubrik. Ah, Glück gehabt, dass du da oben durchgekommen bist. Das kann nämlich auch schief gehen. Der Turm vom FV ist nämlich normalerweise sehr, sehr bouncy, gerade frontal. Aber der geht, glaube ich, ein bisschen tiefer. So, ansonsten pro Team haben wir zweimal Artillerie und keinen einzigen richtigen Aufklärer. Das heißt, man kann ein Medium natürlich zum Aufklären benutzen, aber macht dann wenig Sinn, wenn man unentdeckt bleiben will. Denn ein Medium hat zwar die gute Sichtweite, oder kann die gute Sichtweite haben, wird schwer. Turm wird schwer. Ah, das hast du selber gemerkt, sehr schön. Nachteil beim Medium ist halt, er behält seinen Tarnwert nicht. Beim Light schon. Ja, komm's rein. Sehr schön. Durch die Kette? Okay. Kette nicht zerstört. Schade. 789 Schaden haben wir ausgeteilt. Doch, haben wir. Durch die Aufklärung gibt es ein bisschen Schaden. Steppen eine typische Sniperkarte. Mit genauen Kanonen hat man hier die größten Chancen. Oh, was kommt denn da drüben an? Badget 25 Tonnen wirft da komplett seinen Panzer weg. Absolut sinnlos. Jawohl. Schreiben wir die nächste aus. 1238 Schaden. Hat er gedacht, er kann da eben mal unseren Ferdinand auseinandernehmen. Hat er sich gedacht. Hat er falsch gedacht. Ein nächste mit der Harakiri-Aktion. Keine Ahnung, was das soll. Also die beiden Kills waren zwar schön, aber absolut unnötig. Für uns Kill Nummer 1. Im Gegnerteams noch zwei Zehner am Leben. Bei uns noch zwei Zehner. Sieht es aber bei dir 9er aus, da haben wir noch 3 am Leben und der Gegner noch alle 5. Ja, also die Harakiri-Aktion absolut unnötig, hätte nicht sein müssen. Ah, links kommt er raus, ne, kommt er nicht, kommt nur der Turm, keine Chance. Da unten kommt es rein, okay, unterhalb vom Turm ist kein Problem, da kann man durchschießen, aber der Turm direkt. Bist du chancenlos. In den USA normalerweise auch als schwerer Panzer eher deklariert.
der T-30 und nicht als wirklicher Panzerjäger. Da haben wir Leopard PTA. Sag mal kurz hallo. Hallo, 327 Schelle. Wir sind bei 2266 Schaden. Ein Kill. Ah, ist der nächste, der unbedingt YOLO vorne reinfährt. Ich verstehe das nicht, Leute. Nur weil es 7:11 steht, muss man doch hier nicht übermütig werden. Ei, 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 ei. So, T30 dürfte inzwischen nachgeladen haben. Abgeprallt. Okay. Jetzt gibt es vom T10 eine Tatsche. Jawohl, sehr schön. Aufklärungsschaden von 614 und dann noch selber eine verabreicht. Sehr gut. T10 ist ja jetzt leider ein Problem. Sehr schön. Da fährt er genau vor die Nase und kann selbst auf dich nicht wirken. Das ist wirklich grandios. Ich mag das. 9:11 steht's. 2 Mädels und 2 TDs noch am Leben. Auf unserer Seite noch ein 10er, auf der Gegenseite noch deren noch 2. Seitlicher Turm, kein Problem. 10:12 steht's. 3391 Schaden ausgeteilt. Wir haben Kill Nummer 3 auf der Uhr. Borghetto 46 und der Jagdtiger igeln sich da hinten mehr oder weniger ein. Der Gegner hat deutlich im Vorteil. Hat noch beide Artillerie. Und ja, unter anderem ein TD mit grandiosem Kernwert. Also der 9er, der 103. Stritzwagen 103.0. Der ist wirklich fantastisch. Das Cap ist ja nicht unbedingt in Gefahr. Type 4 schwer. Will es unbedingt wissen. Kettesin hat nichts gebracht. Und wir können nicht in die Flanke fahren, ohne komplett aufzugeben. Das ist natürlich schlecht. Wir müssen Premium schießen, es geht nicht anders. Progetto wirft sein Fahrzeug ebenfalls weg. Grille 15 rausgenommen. Angepinkt ist 1 und 2, also auf der A-Linie. Das heißt, die Grille hat sich da oben hin verpisst. Das ist ja für uns alle recht gefährlich. Wir sind One-Shot für die Grille. Wir sind One-Shot für den Type 4 schwer. Für den Stritzwagen. Einmal rein. Schön nah da bleiben. Das ist, ansonsten macht die Artillerie gleich kurz einen Prozess mit dir. Ja, das war's für ihn. Kette. Glück gehabt, mit Auto eben die Kette rauszuziehen. Das ist. Und jetzt wegfahren. Wegfahren, 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 wegfahren. Ja, genau, deswegen. Artillerie hat schon abgedrückt. Hat direkt drauf gewartet, dass du da deinen letzten Schuss setzt und da ist die Artillerie, also die Grille 15 am Jagdtiger dran gewesen. Nimmt ihn spontan mal aus dem Leben. So, wir haben 4 Kills. Wir haben zweimal Artillerie, einmal Grille und einmal Type 5 schwer, Type 4 schwer, direkt als Gegner noch. Das heißt, wenn wir schnell genug sind, können wir zumindest ein Type 4 auf jeden Fall wegfahren. Grille 15 eventuell. Und vielleicht auch die eine oder andere Arti jagen. Ich glaube nicht, dass der Type 4 schwer und ich glaube auch nicht, dass die Grille 15 sich dazu durchringen können, ins Cap zu fahren. Stattdessen wollen die dich killen. Da ist die Arti. Hallo. Hoppala, Glück gehabt. Alles reparieren, alles zum Leben erwecken. Und tschüss. M40-43 ist raus. Bedeutet 4705 Schaden ausgeteilt, Kill Nummer 5. Ich gehe davon aus, dass der GWE 100 damit rechnet, dass du da vorne langkommst. Ja. Gefährliche Sache, da ist er. Gunderbashen fehlt ihm. Ja. Daneben. Das ist ein enges Ding gewesen. Das hätte richtig schief gehen können. Jetzt versucht er dich zu rammen.
Keine Chance. Und tschüss. So. Drei Schuss Premium-Munition haben wir noch. Da kommt die Grille. Möchte sich unbedingt ein Drögerchen abholen. Das werden wir doch gleich mal machen. Würde sich fast lohnen, HE zu laden. Denn die Grille ist weich wie Bohne. Tschüssikowski. 337er Schelle nimmt auch die Grille 15 raus. 5592 Schaden haben wir ausgeteilt. Wir haben 7 Kills gemacht. Fehlt noch der Type 4 schwer. Nun ist die Frage, wo ist der hin? Ist er aufgerückt oder ist er nicht aufgerückt? Wenn er aufgerückt ist, steht er auf dem freien Feld. Ist er aber, sagen wir mal, extrem verwundlich. Verwundbar. So rum. Schuh draus. Ich würde als Type 4 schwer eher irgendwo in der Senke warten. Da gibt es noch zwei Möglichkeiten, der kommt von vorn, von hinten. Von der Seite gibt es da nicht. Upsala, der eigene Schützpunkt wird eingenommen. Damit hat sich der Type 4 schwer selber verraten. Meiner Meinung nach keine gute Idee. Wir haben noch zweimal die Premium-Munition. Und ich hoffe, die werden wir ordentlich anbringen und den Type 4 schwer rausnehmen. Da steht er. Wir sind noch nicht offen. Angewinkelt ist er. Da ist er durchgegangen. Sehr schön. Wir dürften dabei aufgegangen sein. Da lang fahren ist vielleicht nicht so gut. Schade. Das ist wirklich schade. Jetzt steht er angewickelt. Kette ist gezogen. Nützt er aber nichts. Hätte sich nicht verraten dürfen. Ne, kommst du nicht durch. Hast du keine Chance. Ah, wir machen zwar Schaden mit HE, aber es wird nicht reichen. Kette ist erwischt. Links lang fahren. 6068 Schaden ausgeteilt. 7 Kills. Der 8. wartet direkt drauf. Teil für schwer ist komplett in die Ecke gedrängt. Wir müssten da jetzt mit HE ordentlich draufhauen. Einzielen. Er sieht dich eh nicht. Sichtweite vom Fahrzeug extrem schlecht. Turm keine Chance. Hat er über 200 mm Panzerung, kommst du mit HE-Granate nicht durch. 272 direkt von einer Kanonenblende. Sieht nicht so schlecht aus. Einmal HE haben wir noch. Ansonsten nur noch einmal achtmal Standardmunition. Nee, Kanone zu ungenau. RNG is hating you, würde ich sagen. Oh, jetzt kriegt er den Turm seitlich. Und dreht gleich wieder zurück, nehme ich an. Ne, da prallt es ab. Schade. Andere Möglichkeit hast du nicht. Ich muss die Kommandantenkurve versuchen zu treffen. Zeit genug wäre noch, die Seite zu wechseln. Um ihn direkt in den Rücken zu fallen. Das Problem ist, der rechnet damit, sobald du aufhörst. Ich würde versuchen, drumherum zu fahren. Übers eigene Cap. Turm dreht sich bei ihm eher langsam. Das heißt, hättest du sogar die Chance. Schwer zum sagen. Da drüben steht er. Ja. Spannung pur. Schafft das oder schafft das nicht? Es dürfen noch Wetten angenommen werden. Bitte nicht bis zum Ende vorspulen und dann die Wette abgeben, sondern jetzt. Nimmt dann raus oder nimmt dann nicht raus. Fahren kann er, der EK-12. Fahren kann er echt. Wie gesagt, du bist auf jeden Fall One-Shot für ihn. Hoppala, der ging daneben. Aber halt keine Prämie mehr. Einer geht sich noch aus.
Zeit läuft langsam ab. Das wird nichts mehr. Ah, schade. Zwei Schuss noch. Verdammt. So weit kann er dann doch gucken. Hat nicht sollen sein. Also wieder zu. Du ebenfalls. Aber da wird jetzt wohl die Zeit nicht mehr reichen. Die läuft jetzt gnadenlos gegen dich. Hier wird nicht verlängert. Glück gehabt, dass er dich da nicht rausgenommen hat. Das hätte schief gehen können. Das war's. Ein Unentschieden. Das ist wirklich schade. Gefechtslimit überschritten. Ja. Da ärgert man sich. HE-Munition teilweise verschwendet. Naja, hilft nichts. Was soll man machen? So, wir haben ein kleines Foto. AMX-30, so hat er ausgesehen. Als er noch bei der französischen Armee im Dienst war, der typische französische Tarn. So sind die meistens angemalt. Schauen wir uns die Auswertung an. Ein Unentschieden, leider Top Gun. High Kaliber, eine Pascucci-Medaille für zwei zerstörte Artillerie. Hier ein bisschen Gedöns und natürlich ein M. Auf jeden Fall hast du dir das verdient. 1033 Basis XP bei einem Unentschieden. Also das ist schon eine Top-Wertung. Kann man nicht anders sagen. Wir nehmen mit allen zusammen 89.730 ein. 95.000 gehen für Munition drauf. Hast fast alles verschossen. Nicht schlecht. Am Ende 20.000 miese. 46 Schüsse abgefeuert. 35 haben getroffen. 23 durchschlagen. Wir haben ein bisschen Schaden über 300 Meter gemacht. 1389. Also der Schadenspunkt ist auf jeden Fall nicht schlecht, Leute. Kann sich echt sehen lassen. Jo. Waste too many shells. RNG is best, ja. Ja, so ist es leider. Wenn es euch gefallen hat, Leute, wie immer, fleißig draufklicken, ein Like da lassen, ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.